Hi Leute, hier ist wieder eure Skaldorissa zu einem neuen Part von Pokémon Kolosseum. Im letzten Part haben wir die Queens Versteck endlich abgeschlossen. Die Queen hat uns auch ziemlich getrollt im letzten Kampf mit vier Kapalores und einem Mogelbaum. Und ja, jetzt sind wir hier in der Polizeistation nochmal. Wir reden jetzt nochmal ganz kurz mit den beiden und danach weiß ich leider nicht, wo wir hinkommen. Deswegen, ich würde dann mal schauen, wo wir dann als nächstes hin müssen und gegebenenfalls werde ich dann entweder die Wahrsagerin befragen oder einfach mal gucken, wo ich dann hinfahre. Also reden wir zuallererst mit Herkulet. Piero. Es war so, die Queen hatte solche Angst vor mir, dass er schleunigst die Stadt verließ. Ja, genau, so muss es sich zugetragen haben, du mich auch. Du bist Herkulet, genau. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen, die Leute von Grant haben mir alles erzählt. Ihr habt also die Queen aus der Stadt verjagt? Vielen Dank. Ich danke euch im Namen aller Bürger dieser rechtschaffenen Stadt. Aber ich habe auch eben aus der Zentrale gehört, dass es eine Organisation gibt, die die Weltherrschaft an sich reißen will. Wollen Sie das nicht alle? Die Verbindung mit der Queen ist noch nicht nachgewiesen, aber der Verdacht besteht. Ihr nehmt euch besser in Acht. Toll. Mehr sagt ihr mir nicht? Ist ja super. Ach, was bist du denn? Du bist doch die Wahrsagerin. Was ist denn? Da rede ich mal mit dir. Divina. Heieieiei. Vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, aber kann es sein, dass die Luft in der Stadt ein wenig besser geworden ist? Aber ich habe das Gefühl, die Aura der Krypto-Pokémon ist immer noch zu spüren. Unglaublich, dir scheint tatsächlich nichts zu entgehen, Divina. Heieiei. Es sollte schließlich nichts geben, was meiner Kristallkugel entgeht. Heieiei. Wie Pokémon von ihrer dunklen Aura befreit werden? Die Antwort wartet im Norden. Heieiei. Im Norden? In dieser Richtung liegt auch die Stadt, in der mein Großvater wohnt. Oho, das hatte ich ganz vergessen. Ich war doch unterwegs zu meinem Großvater. Er wohnt im Norden dieser Stadt, in einem Ort namens. Oh Gott, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Emeritai oder so ähnlich? Der weiße Norden kennt die Antwort. Doch gibt das Alter sie preis? Wer weiß, wer weiß? Heieiei. Natürlich, als er jung war, war mein Großvater ein berühmter Trainer. Wenn wir ihn fragen, können wir vielleicht etwas erfahren. Los, Scarlet, lass uns gehen. Und damit haben wir unser nächstes Ziel erreicht. Das ist doch schon mal was. Allerdings, bevor wir jetzt tatsächlich losfahren, will ich dann noch mal auffüllen an frischen Items und Pokebällen und so weiter. So, ich nehme dann jetzt allererstes mal wieder fünf Supertränke mit. Man weiß ja nie, was sich auf der Reise erwartet. Dann nochmal. Na, Hyperheiler brauchen wir jetzt nicht, aber einen Beleber brauchen wir. Mindestens. Dann, na, Hypertränke. Na, einen will ich nicht. Ich wollte eigentlich die drei kaufen. Na egal, vielleicht sollte ich mal was verkaufen. Das bringt vielleicht was. Mal sehen. Ich glaube, ich gebe mal hier das ganze Protein-Carbon-Zeug weg. Ja, das wird uns auch ein bisschen Geld bringen. Gut wäre mal echt ein Nugget zu finden. Und wenn sich jetzt irgendwer beschwert, dass ich die Dinger verkaufe, ich verkaufe die gerne. Ich benutze die normalerweise gar nicht. Sowas finde ich dumm. So. Gut, dann haben wir jetzt fünf Hypertränke, fünf Beleber, fünf Supertränke und genug Hyperheiler, um wenigstens die gröbsten Schäden zu heilen. Eigentlich könnten wir jetzt noch losgehen und ein paar Pokebälle kaufen. Oder haben wir da noch genug? Mal, ja, was mache ich denn da? Mal nachgucken. Items. Ja, wir haben noch 8 Superbälle, 4 Pokebälle, 2 Hyperbälle. Ja, das ist doch ganz ordentlich. Damit können wir eigentlich leben. Nun gut, dann würde ich sagen, verlassen wir Piritus endlich mal. Und jetzt können wir in ein neues Dorf fahren, nämlich Emeritai. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Idyllisches Dorf, in dem Seniortrainer mit ihrem Pokémon ein harmonisches Leben führen. Alles klar, dann fahren wir doch mal dahin. Scheint ein nettes Städtchen zu sein.
Oh ja, das sieht ja hier richtig toll aus. Wir sind da. Das ist das Dorf, in dem mein Großvater und meine Großmutter wohnen. Die Luft hier ist doch ganz anders. Ich war unglaublich lange nicht mehr hier. Los, gehen wir, Scarlett. Bestimmt machen sich die beiden schon Sorgen, weil ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Aber reden wir doch erstmal mit ein paar Leuten. Willkommen in unserem Dorf. In diesem Dorf haben sich Trainer, die in jungen Jahren als unschlagbar galt, mit ihrem Pokémon zur Ruhe gesetzt. Ihr seid aber sicher noch zu jung, um euch hier anzusiedeln. Hohoho. Meinst du? So, die Frage ist jetzt bloß, wo ist ihr Opa? Hoho, ich brauch dich nur anzusehen, schon bekomme ich Lust auf ein Kämpfchen. Wie sieht's aus, Jungspund? Hast du Lust, mit einem alten Mann einen heißen Kampf auszutragen? Nö, später. Aber wenn hier alle tatsächlich so gut wie unschlagbare Pokémon-Trainer sind, mal sehen. Könnte ich eigentlich nochmal Wablu und Medita ein bisschen runter. Also wirklich runterbringen von der Kryptoleiste her. Der Kryptometer, Entschuldigung. Das könnte ich ehrlich gesagt machen, aber zuerst will ich mich hier halt nochmal umsehen. Also wir haben hier ein Pokémon Center. Zumindest sieht es da noch aus. Ich kann ja mal reingehen. Vielleicht ist das ja auch der Markt und ich verwechsle das. Ja, tatsächlich, hier ist der Markt. Upsi. Na gut. Dann haben wir hier ein Haus, ein ganz normales. Oh, wie süß, ein Flemli. Oh, ist das niedlich. Nanu, das ist doch die Enkelin vom alten Sophos. Aber ja, er freut sich schon seit einer ganzen Weile auf dich. Sagt jeden Tag, dass seine Enkelin bald kommt. Okay, das heißt, wir suchen nach einem Sophos. Alles klar. So, dann will ich mich mal hier hinten in der Ecke umsehen. Was ist denn hier? Oh, ich glaube, da sollten wir uns nicht umsehen. Da könnte ein Trainer sein. Wilde Pokémon gibt es hier ja nicht so wirklich. Was auch wieder sehr anders ist. Da unten ist auch noch mal so eine richtig große Höhle. Ah, hier ist das Pokémon Center. Alles klar. Hier oben? Ah, da ist eine Frau mit ihrem Luturzel. Da ist eine Kiste. Hier ist ein Mann mit seinem Magnein. Nee, also ich muss ehrlich sagen, die neue Stadt gefällt mir. Sieht hier auf jeden Fall sehr schön aus. Na gut. Wo könnte sich der Opa von Arisa verstecken? Ach, hier hinterm Baum geht's auch lang. Und sogar hier rund. Okay. Auf jeden Fall haben wir so ein DNP-Teiler gefunden. Oh, cool. Mal nachgucken, wie funktioniert der hier? Hä? Wo ist denn der DNP-Teiler? Tragen teilt die Kampf-EP. Ah, das bedeutet, der funktioniert so wie in anderen Editionen. Es ist ja so, dass der EP-Teiler in verschiedenen Editionen verschieden funktioniert hat. Jetzt in den neueren ist es immer so, dass alle Teammitglieder EP bekommen. Früher war das so, da gab man den EP-Teil an ein Pokémon und dann hat das Pokémon alleine EP gekriegt. Na gut. Durchsuchen wir doch mal das Haus. Los, Arisa, komm hinterher. Mal sehen. Okay, hier haben wir wieder Werbung. Wer ist das? Ach, das ist doch Arisa, die Enkelin von Sophos. Oder war es Sophos, der Großvater von Arisa? Ach, ich bin auch schon ganz durcheinander. Ist das nicht das Gleiche? Ah, Arisa. Bist du endlich hier? Und du hast einen Freund mitgebracht. Du weißt ja bestimmt, dass man seine Freunde mit Bedacht auswählen sollte. Ho, ho, ho.
soll denn das heißen? Ja, und wohin genau? Dich habe ich auch lange nicht mehr gesehen, wohin genau? Na gut. Wo könnte es noch was geben? Also an Gebäuden. Wer bist du denn? Nanu, bist du das, Arisa? Doch, tatsächlich, du bist es. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, warst du noch so klein. Jetzt bist du eine richtige Schönheit geworden. Aber ich, also wirklich. Aber genug gescherzt. Sofas macht sich wirklich Sorgen. Geh schnell zu ihm. Ah, dann wohnt er wohl da drin. Dann gehen wir da doch mal rein. Ja, das ist das richtige Haus. Großvater Sophos, Großmutter Iola, ich habe euch so vermisst. Oh, Arisa, gut, dass du hier bist. Wir haben uns Sorgen gemacht. Es heißt, dass du kommst und dann kommst du einfach nicht. Schön, dass du endlich da bist. Aber sag, wo hast du dich rumgetrieben? Großvater, es war schrecklich. Auf dem Weg hier haben mich so komische Typen entführt und dann hat mir Scarlett geholfen. Er kam ganz zufällig vorbei. Das ist ja... Danke, dass du unserer Enkelin geholfen hast. Aber wieso sollte jemand unserer Arisa schaden wollen? Ich denke, das war, weil ich dieses seltsame Pokémon gesehen habe. Genau, Krypto-Pokémon. Echte Kampfmaschinen, die von einer dunklen Aura umgeben sind. Krypto-Pokémon? Was ist das schon wieder für ein... Das sind, naja... Hilfe! Es gibt Ärger im Wald! Hä? Oh Gott, was ist jetzt los? Sophos, es ist schrecklich. Fremde im Heiligen Wald. Was? Was sind das für Keller? Was fällt denen ein? Die haben mich einfach weggestoßen. Hört mal, reden können wir später. Ich muss los. Ach du Scheiße. Das klingt ja mal gar nicht gut. Unglaublich, dass Fremde in den Heiligen Wald eindringen. Aber noch viel schlimmer, jetzt mache ich mir Sorgen um deinen Großvater. Arisa, ihr solltet ihnen folgen. Ja, ist gut. Von einer Katastrophe in die nächste. In welche Richtung ist er denn gegangen? Ich habe Sophos noch nie so schnell rennen gehen. Möglicherweise war er sogar schneller als ich. Ich weiß ja nicht, wie schnell du bist, aber... Keine Ahnung. Ja, wo ist denn jetzt dieser heilige Wald? Also hier ist erstmal nur ein Wasserfall und hier sind erstmal nur ganz viele Leute. Oh, wie süß ein Schäubini. Finde ich im Übrigen süß, dass man auch Pokémon so ein bisschen mehr auf der Weltkarte zeigt. Das zeigt wirklich, dass man auch ein bisschen was davon, dass man auch ein bisschen die Welt lebhafter gestalten will. Und das finde ich gut. So, mal sehen, was ist denn hier unten? Was ist denn das für eine aufgeregte Atmosphäre hier? Ein Sportfest für Senioren? Alle wirken so lebhaft. Sportfest für Senioren, du mich auch. So, kannst du mir sagen, wo der Heilige Wald ist? Einige seltsame Typen sind in Richtung Wald. Ja, Sophos ist ihnen in den Wald gefolgt, aber ich habe keine Ahnung, wo der Wald ist. Ist das vielleicht die Höhle da hinten? Sieht eigentlich nach einem Wald aus, weil ich sehe nur einen großen Baum, der das Ganze hier durchzieht. Ach nee, hier sind nur Kisten. Was kriegen wir? Seidenschal. Oh, das ist gut für Normalattacken. Was haben wir hier? Zwei Hyperbälle. Oh, das ist auch nicht schlecht. Im Übrigen hier die Atmosphäre und das Wasser finde ich richtig cool. Schönes, lauschiges Plätzchen. Das Licht ist auch angenehm. Das wäre der perfekte Ort, an dem ich mich verkriechen würde, wenn ich mich mal irgendwo verkriechen würde in der Natur. Na gut, dann vielleicht bei der großen Höhle, die man da gesehen hat, sofern ich mal herausfinde, wo ich da hinkomme. Erstmal weiter im Dorf umsehen. Vielleicht finde ich den Weg ja von alleine. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Auf den Baumwurzeln kann ich ja nicht laufen, sonst wäre das Ganze ja eine einfache Geschichte. Vielleicht hier runter, dahin. Nein, hierhin. Hier ist auch nur das Pokémon Center. Genau, vielleicht beim... Ach so! Ah! Hier ist noch ein Weg nach unten, okay. Im Übrigen, ich finde dieses Waldflair wirklich schön von dem Dorf. Na gut, gehen wir doch mal in die Höhle und gucken mal. Oh nein.
Das ist ein Kryptoknecht. Das ist nicht gut, also bin ich hier richtig. Was? Schon wieder ihr Störenfriede? Der Greis hat mich eben nur geschafft, weil ich unvorsichtig war, aber euch mache ich es nicht so einfach. Na gut, dann kämpfen wir mal gegen die Kryptoknechtin Nelly. Und, oh, Seemobs, schon wieder Seemobs. Oh, ihr seid böse. Gut, dann holen wir mal Wablo und Medite raus. Ihr seid bald auch wieder komplett in Ordnung. Wow, Wablo hat fliegen gelernt. Sofort fliegen auf Kanivan, ha? Und Medit hat Turmkick gelernt, aber ich werde Konfusion auf Seemobs einsetzen. Auf Kanivanha macht es keinen Sinn. Soweit ich mich erinnere, ist das auch Typ Unlicht. Daher bringt das nichts. So, und genau deswegen soll Wablo Fliegen einsetzen, damit es vom Surfer nicht mehr getroffen wird. Leider dieses Mal zu spät, aber nächste Runde sollte das helfen. So, Seemobs benutzt Zertrümmerer. Das ist aber nicht effektiv. Soll ich es mal mit einem Turmkick probieren? Na, ich versuch's mal. Auf die Gefahr hin, dass es schief geht und Medite sich selber verletzt. Oh! Tatsache, es hat geklappt. Yes! Und ich habe wieder mein... So, Fliegen. Das sollte jetzt gegen Seemobs gehen, ja. Hat sie keine Pokémon mehr außerdem? Scheinbar ja. Ich vergesse mal nachzugucken, wie viele Pokémon mein Gegner hat. Das ist furchtbar. Ja, das ist das Letzte. So, dann würde ich sagen, Wablo, Kryptoschlag, Medite, Konfusion. Damit sollten wir das schnell erledigt haben. Ja, ouch. Wir haben sie ziemlich zu Boden geknallt. Ach, jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel ich gewonnen habe. So ein Mist. Wieso sind die Leute in diesem Dorf nur so stark? Weil das hier alles Senioren-Pokémon-Trainer sind, von denen man gesagt hat, dass sie unbesiegbar galten. Im Übrigen, ich mag den Wald. Es hat zwar nicht viel von dem Wald, weil hier wenig Bäume sind, sondern nur ein großer Baum. Aber ich mag diese ganzen Ruinen, das Wasser, das sieht toll aus. Halt, hier kommt ihr nicht durch. Aha, dein, das wollen wir ja sehen. So, ich muss gleich mal gucken. Knilz und Tuska. Das ist ein Auftrag für Schneckmack, ich werde das gleich mal tauschen. Medite gegen Schneckmack. Der Flammenwurf wäre mir hier sehr nützlich. Wablo fliegen auf Knilz. Medite austauschen gegen Schneckmack. So, Wablo fliegt da mal hoch. Knilz benutzt Wachstum. Erstmal pushen, huh? So, die Finte wird wohl gegen Schneckmack gehen. Oh, scheiße. Hoffentlich hält Schneckmack das durch. So, dann Flammenwurf auf Tuska. War bloß schon wieder gelb. Das ist nicht gut. Auf wen geht jetzt der Angriff? Auf Schneckmack natürlich. Kacke. Na gut, Schneckmack steckt auch noch zurück. Oh, Mist. Gut, dann jetzt erst einmal Supertrank benutzen auf Schneckmack. Und Schneckmack, dein Flammenwurf ist mir einfach zu wichtig. Los, schnell auf Tuska. Wieso geht alles auf Schneckmack? Das ist unfair. Okay, zum Glück hat die Nadelrakete nur zweimal getroffen. Nils pusht sich weiter hoch. Das ist auch nicht so gut. Aber der Flammenwurf wird was bringen. Hoffen wir mal auf einen One-Hit. Ja, gut. One-Hit-KO.
Gut, dann würde ich sagen, einmal Kryptoschlag auf Knilz und einmal Flammenwurf auf Knilz. Wablu, Furio-Modus. Dieses Wablu hat's mit dem Furio-Modus. Aber wenigstens ist es nicht mehr so oft wie vorher. So, konnte Eindringlinge nicht stoppen. Tja, hättest du mal das Maul nicht so voll nehmen. Wow! Das Preisgeld. Ja, du warst heute nicht in Form. Von wegen. Oh, hier ist schon das Ende des Waldes. Oder zumindest der Eingang in den nächsten Raum. Und oh, shit. Tada! Hehe, na, überrascht. Oh, Mist. Noch eine Trainerin. Fami. Gut, dann haben wir hier Pupanze und Trassler. Oh, wie süß, Trassler. So, dann nochmal Wablu. Das müssen wir gleich aus dem Furio-Modus holen. Medite. Medite ist hier jetzt nicht so gut geeignet. Pferde erkennt mit Mentalkraft. So. Mal sehen. Bringt das was? Nee. Pokémon, ich werde mal für den Fall der Fälle nach Tara rausholen. Das ist hier ziemlich effektiv. Gut. Gut, so. Pupanze setzt Konfusion ein. Das geht gegen Wablu. Nächste Runde müssen wir Wablu auf jeden Fall heilen. Ja, das geht auch gegen Wablu. Wir müssen definitiv heilen. Weil auf Nachtara haben die Konfusionsattacken alle keine Wirkung. So, Items. Supertrank auf Wablu. Und ja, ein Supertrank reicht meiner Meinung nach. So, dann jetzt als erstes Biss auf Trassler. Gut, One-Hit. Oh, armes kleines Trassler. Sorry. So, jetzt kommt noch ein Kirlia. Da müssen wir dann gleich das gleiche machen wie bei Trassler. Biss einsetzen. Raufknallen und Biss. So, Wablu als erstes fliegen auf Pupanze. Nach Tara bis auf Kirlia. Kirlia wird wahrscheinlich stehen bleiben. Ja, dachte ich mir. Und wow, netter Rückschlag. Also wie Kirlia sich dann noch mehrfach gedreht hat und dann wirklich noch so Beinchen hoch und wieder hinstellen. Man merkt wirklich die Ballettanspielung. So, Gedankengut. Dann jetzt bis auf Pupanze. Damit Wablu dann das Ganze vielleicht... Naja, doch nicht. Mist. Aber Pupanze schreckt zurück. Das ist schon mal was wert. Gut. So, Kilia setzt jetzt Konfusion gegen Wablu ein. Das hat reingehauen. Okay, wir müssen dringend Kilia ausschalten. Dann würde ich sagen, Kryptoschlag auf Pupanze bis auf Kilia. Und bitte, geh nicht in den Furio-Modus. Ich möchte das jetzt in dieser Runde erledigen. Oh, nochmal den sterbenden Schwan zum Abschluss. Ha, Kilia. Oder Kirlia. Ich komme ja immer mit den Namen so durcheinander. Beziehungsweise nicht mit den Namen, sondern mit der Aussprache. Und der Kryptoschlag hat ja nun nicht wirklich was gebracht. Das ist schlecht. Gut, nochmal Kryptoschlag. Und dann nochmal Biss. Hoffen wir, dass es reicht. Ja, zum Glück. Gut. Damit ist dann auch Pupanze erledigt. Perfekt. Dann haben wir jetzt Fami auch noch erledigt. Und... Boah, jetzt gewinnen wir endlich mal richtig Kohle. Ihr Jüngerchen seid stark. Erstaunlich stark sogar. Gut, ich würde allerdings sagen, auch die Starken brauchen mal eine Pause.
Deswegen werde ich jetzt hier den Part beenden. Ich werde zum Pokémon Center zurückgehen, mal die Pokémon heilen. Und vielleicht auch nochmal das Team ein bisschen umstellen, damit ich auch mal ein paar andere Krypto-Pokémon benutze. Vielleicht werde ich Mantax mal rausnehmen und mal was anderes reintun. Ich werde mal sehen, was ich draus mache. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute, und bye bye!